Assalamu alaikum, Cousins und Cousinen. Inshallah geht's euch allen gut. Keiner ist über Nacht krank geworden. Keiner hat Fieber gekriegt. Keiner hat die Grippe gekriegt. Aber ich hoffe trotzdem, ihr habt einen Krankenschein gezogen, damit ihr euren Chef erstmal hops nehmen könnt und ihr gemeinsam mit mir zusammen diesen Stream feiern könnt, weil heute ist ein besonderer Freund von mir hier. Er macht viel Trouble, sehr viel Trouble. Er hat alle Augen auf sich gezogen. Der Typ verwechselt mal des Öfteren ein Eichhörnchen mit einem Elefanten. Ich weiß selber nicht, was in seinem Kopf so vorgeht. Wir haben Tetris gespielt und er hat wirklich Kartons aufeinander gestapelt auf der Baustelle. Ich möchte ihn einmal ankündigen, der Bruder Skandal! Mein Bruder Skandalös! Da ist er, da ist er, da ist er. Was geht ab? Wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Habibi. Erstmal will ich dich hier herzlich willkommen heißen. Was geht ab, meine lieben Skandalisten? Mein leiblicher Bruder Medi ist auch zu Gast. Mein leiblicher Bruder Medi auch zu Gast. Es wäre sehr von Vorteil, wenn du die Kopfhörer einmal überziehen könntest und direkt ins Mikrofon sprechen könntest, Cousin. Okay, was geht ab? Bruder, wir sind hier, die Einleitung. Die Einleitung mache ich manchmal ganz gerne mit Arashi Musa, Bruder, du weißt. Ich bin auf diesem Film. Wenn du etwas sagen solltest, könnte es sein, dass das einfach so die Musik im Hintergrund sein wird. Okay, finde ich gut. Okay? Finde ich gut. Wenn du irgendwas brauchst, Bruder, schrei einfach. Okay. Frag nicht. Und wenn du irgendwo hingehen willst, dann mach einfach, okay? Sehr gut. Du bist also hier zu Hause, hier Cousin. Hier fühle ich mich wohl, Alter. Du bist hier zu Hause. Lass deine Eier hängen bis zum Boden, mein Bruder. An die Cousinen unter uns. Verzeiht mir, aber das ist die Ausdrucksweise hier in meinem Chat. Und finde ich auch gut. Ja. Das gefällt sonst, mir. Wie geht's dir, mein Bruder? Geht's dir gut? Danke, mein Bruder. Wie geht's dir? Wo warst du denn gerade? Jetzt gerade? Ja. Manchmal. 47. Was war das? Elida 27 hat abonniert. Elida 27, ich liebe dich. Offiziell. Stehen die Namen bei dir immer oben? Boah, Walla, krass. Ja, Bruder, normal, Bruder, muss, Bruder. Krass, das heißt, jeder, der Sub, der Name steht oben? Ja, bis der nächste Sub kommt. Hm. Das ist eine Sache, die habe ich so einführen lassen. Also die Abo-S-Klasse hat das so einführen lassen. Und den Film fahren wir doch gerne weiter. Okay, perfekt. Also an erster Stelle, ich begrüße jeden Einzelnen, der gerade im Chat ist. An die Community von Ghazi, an meine Community. Ihr seid die Besten. Ich liebe euch. Der Ghazi wird mir heute sehr, sehr viele Fragen stellen, die ihr auch bestimmt gerne beantwortet haben möchtet. Ja. Und also auch Fragen, die vielleicht eventuell sogar sehr, sehr privat sind. Aber heute werden wir alles offenkundig und wahrheitsgemäß beantworten. Ich? Bruder, was geht ab, Bruder? Heval 1506 ist seit 4 Monaten ein Kusi. Ich küsse deine Augen. Ghazis Klappstuhl haut einen Sub raus. Dankeschön dafür, Cousin. Warum steht jetzt Berliner Junge 651 da? Ja, das 47. Ah. Alter. Ach, ey, richtig korrekt von dir, Mann. Dankeschön dafür. Alter, danke für den Sub. 47. Einmal Gibi hat abonniert. Dankeschön dafür, Cousin. Ich muss dir auch direkt was sagen. Nicht wundern, wenn du siehst, dass 47. Bruder, manchmal schicken die im Chat over. 47. Könnt ihr mal aufhören, mich die ganze Zeit zu unterbrechen? Ignoriere das einfach, Cousin. Macht mich das auch an, also macht ruhig weiter. Nein, Bruder, nicht wundern wegen diesen Auberginen, ne? Dass diese Auberginen nicht wundern. Also nicht, dass du jetzt denkst, irgendwie, die sind irgendwie... Ach ja, was denn? Was ist der Dings, Bruder? Bruder, ich habe meine Community gesagt, immer wenn was ist oder so, wenn einer subbt oder so, schickt einfach immer Auberginen rein. Deswegen nicht wundern, dass der ganze Chat voll Auberginen ist. Bruder, was geht hier ab, Alter? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, bei mir, wenn einer subbt, der ist Mann, schickt Aubergine. Yeah. Wenn Frau, schickt Pfirsich. Auch an die Cousine hier drinne. Ach so, war das schlimm? Nein, alles gut, Bruder. Okay. Pfirsich, Bruder. Jeder mag doch wohl gerne Pfirsich essen, so, mein Bruder. Ich finde generell so, Janne, ich finde Aubergine finde ich so männlich. Ja. Pfirsich finde ich so weiblich. Wo sieht man auch hier so, wie viele Leute gerade drin sind und so? Wir sind aktuell 2731 Zuschauer, mein Bruder. Geiler Scheiß, Alter. Ja, teilt den Stream, Alter. Ich glaube sogar, wenn ich mich nicht richtig täusche, haben wir aktuell den Rekord gebrochen, Bruder. Ach, nein! Ja, der Rekord liegt bei 2100. Was machst du morgen eigentlich, Bruder? Hast du morgen noch mal... Ganz kurz eine Sache. Ich weiß ja, dein Name ist Skandal. Mhm. Ja, wir sind aber auch schon Freunde schon sehr lange. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube für die Leute, die das nicht wissen, ja Leute, Ghazi und meine Wenigkeit, wir kennen uns schon sehr, 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 sehr lange. Sehr lange. Deswegen ist es schwierig für mich, dich... Skandal zu nennen. Also, wenn ich mal sage, Jamal oder Hussein oder Ahmad oder Mohammed oder Yusuf, Kanan, dann... Ne, dann weißt du. Okay. Ich fange einfach mal an, dir zu quatschen, Cousin. Ja. Warst du im Knast? Ich? Ja. Nein. Nein, okay.
Gut. Hätte ich gerade gesagt, mach mal ein paar Knast-Stories hier. Ich habe mir so ein paar Fragen vorbereitet. Ich bin im Knast gewesen. Ja, das weiß ich. Und das heißt, wir haben uns seitdem ein bisschen so aus den Augen verloren. Wir haben ja das öftere mal abends zusammen gechillt im Café und haben eine Runde FIFA gezockt. Da ist auch mal ein Stuhl geflogen oder der Tisch wurde zerbrochen. Viele Tränen sind geflossen, viele Fäuste sind geflogen. Ja, auch, ja. Knast ist bei mir eingetroffen. Da haben wir uns, wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren, aber Bruder. Aber nicht aus dem Sinn, mein Bruder. Nee, aus dem Sinn natürlich nicht. Du hast dein Ding gemacht, ich habe mein Ding gemacht. Ich bin rausgekommen, ich habe mein Tattoo-Studio aufgemacht und habe hier ein bisschen Twitch gemacht und so. Und du warst auch eigentlich am Start. Deswegen will ich fragen, Bruder, was waren die ersten Steps, Cousin? Was ist in dem Paket? Der Medi weiß, ja. Was ist in dem Paket? Wie geht's dir eigentlich, Bruder? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Was hast du gemacht, Bruder? Guck mal, also ich glaube, wir brauchen uns nichts vormachen, wenn ich dich fragen würde, wusstest du vor einem Jahr, dass ich Mucke mache? Ich glaube, deine Antwort wäre 100% nein. Nein, ich weiß ja, dass du zwischendurch immer so gefreestylt hast. Ja, Bruder, also aber jetzt so richtig professionell. Nein, also du hast auch damals, ich kann mich erinnern, als wir während wir FIFA gezockt haben, so hast du da 5, 6, 7 Zeilen aufeinander gebildet und einfach Freestyle rausgehauen. Das, hast du aber schon öfters gemacht, dankeschön dafür. Nett. Die Skandalistin haut 5 Subs raus. Dankeschön dafür, Cousine. Herzlich willkommen in der Familie. Du hast ja auch ab und zu so gefreestylt und du hast die ganze Scheiße gar nicht ernst genommen, Bruder. Nee. Also du hast einfach so, immer so aus Maschera heraus. Ja, Mann. Und da habe ich dir aber auch schon gesagt, Bruder, eigentlich, was du machst, ist cool, Bruder. Mach das mal eigentlich so auf eine stabile Ebene und geh mal ins Studio. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich der ausschlaggebende Punkt gewesen bin. Ganz und gar nicht, weil du hast am Ende des Tages hast du eh gemacht, was du willst so. Mhm. Aber ich habe damals schon die Art, wie du gefreestylt hast, habe ich gefeiert. Und dann hast du aber die ernste Schiene eingenommen. Und das ist die Frage. Wie ist es dazu gekommen, mein Bruder? Ganz kurz, bevor du die Frage beantwortest. Amazon Sub ist kostenlos. Der kann die Werbung umgehen. Skandals Baby hat abonniert. Herzlich willkommen in der Familie. Dankeschön dafür. Oh, Show Baby, wer bist du? Show ja, Baby. Show, wann hast du Skandals Baby? Schick mal. Zeig mal dein Tange. Mhm. Was hat die an? Entschuldigung, Cousin. Ich bin momentan bei GTA RP unterwegs. Oder ich fühle denselben Shit. Ich bin ja auch in derselben Stadt wie du. Ja, und ab und zu kommt dieser Abukher durch mich durch. Wie heißt du? Abukher. Krass, ich heiße Abdel Hafiz Al-Ala. Wallah, ich hab auch wilde Namen. Was waren die ersten Steps? Man kann auf jeden Fall nicht behaupten, Bruder, ich habe richtig Mucke gemacht, das wäre auf jeden Fall papalapap, Bruder. Anfang des Jahres kam jemand auf mich zu, oder besser gesagt Ende letzten Jahres. Darf man wissen, wer? Mokro Studio, da wo ich aktuell bin. Okay. Genau, und der hat zu mir gesagt, Bruder, du hast eigentlich eine so interessante Stimme, hast schon mal Musik oder so gemacht? Ja. Ich habe gesagt, Bruder, nie richtig so Musik, so, weißt du, der so, komm einmal mit dem Studio. Dann habe ich einfach einen Song gemacht, ja. Der hat mich aufgenommen und hat mich einfach bei Icon beworben. Ach echt? Ja, genau so war das. Dann hat er mir geschrieben, ey, schick mir mal deinen Personalausweis. Da habe ich gesagt, Bruder, Walla, du bist wie mein Cousin, aber wie schick mal deinen Personalausweis? Willst du einen Handyvertrag auf mich machen? So, ich so, Walla, Bruder, wirklich. So, stell dir vor, ich schreibe dir, egal wie gut ich kenne, schick mal deinen Ausweis. Verpiss dich. Walla, Bruder. Verpiss dich niemals. Walla. Am Ende bekomme ich irgendwelche Rechnungen nach Hause, meine Mutter, ich gucke auf einmal, irgendwann mal, ich bekomme Nachrichten, Bruder. Ich so, was geht hier ab? Der sagt zu mir, herzlichen Glückwunsch, du bist Top 100. Und dann hat das angefangen, Bruder. Du warst direkt Top 100 bei Icon? Nee, also man hat sich ja beworben bei Icon. Ja. Und der nächste Step, da gab es über 1000 Bewerber. Ja. Und von diesen Bewerbern kamen 100 in die nächste Runde. Also Emre und BZ saßen da und haben dann dementsprechend auskategoriert, also aussortiert besser gesagt. Okay, der ist interessant. Und diese Künstler kamen dann in die Top 100 in den nächsten Step. Das heißt, du musstest dich durch 100 anderen Kontrahenten einmal so richtig mies durchkämpfen, Dicke? 1000. Da waren ja über 1000 Bewerber. Ja, aber du warst dann unter den Top 100. Genau, dann habe ich schon mal den ersten Step gemacht und bin unter die Top 100 gekommen. Ja. Der nächste Step war Top 40. Ja. Der nächste Step war Top 30. Ja. Top 24. Top 17. Ja, und dann halt. Und da bist du überall, hast dich durchgedribbelt. Ja, Bruder, Skandal halt, ne? Das ist schon sehr skandalös, Bruder. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist schon sehr skandalös, Bruder. Ich muss auch sagen, Bruder, die Community hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, Bruder. Das heißt, du musstest aber jedes Mal einen neuen Song abgeben, damit du weiterkommst, ist das korrekt? Genau, Bruder. Also in den ersten Step, Bruder, musst du halt ein Bewerbungsvideo machen. Dann bist du weitergekommen, Top 100. Ja. Dann musstest du einen Solo-Song da performen. Großteils der Auftritte bei Icon sind doch immer One-Take. Ja. Das war halt immer die Sache. Und danach, wenn du das gewonnen hast, also wenn du weitergekommen bist unter Top 40, musstest du in der Villa wieder Songs machen die ganze Zeit, dann im Knast Songs machen. Bruder, ich habe das ja so mitbekommen auf TikTok und ich habe die ganzen Songs immer gesehen. Mhm. Und dann schaltet ihr immer vor dem Mikrofon und habt dann angefangen, Gas zu geben. Jetzt ist die Frage, Bruder. Läuft der Beat und das Mikrofon ist an und ihr rappt da wirklich aus der Seele heraus?
Oder wird der Song aufgenommen und der wird dann nach eurer Performance einfach runtergelegt? Nein, guck mal, es gibt einmal... Oder läuft der während ihr rappt nochmal. Playback? Es gibt einmal eine Live-Version ja. und eine Spotify-Version. Ja. Und du siehst beispielsweise, gab es Künstler, Bruder, die gepatzt haben. Dann sieht man auch, dass der Song nicht im Hintergrund läuft, Bruder. Okay. Weißt du, der sagt zum Beispiel so, keine Ahnung, ja, ja, was... Dann passiert nichts mehr, Bruder. Du hörst dann sogar, wie der ein oder andere zum Beispiel, da war jemand, der sagt zum Beispiel, Amar nach, du hörst das genau während dieser, der patzt gerade so in der Mitte und sagt, Amar. Das ist kein Playback? Nein. Also wirklich? Alles One-Take. Rough? Halt, genau, es kommt natürlich drauf an, Bruder, ich glaube, wie jeder weiß, kann man auch den Beat bedienen, also das heißt, man kann rein theoretisch auch auf dem Beat Adlibs machen, Doppelungen, Höhen, Tiefen. Okay. Harmonies, die kann man ja schon auf dem Beat draufpacken. Aber deine Stimme, es zählt immer da vor Ort, Bruder, deine Live-Performance. Läuft Icon noch? Ja, Icon läuft noch. Bis Februar. Die fünfte ja. Staffel? Ja, die läuft noch. Die läuft noch, ja. Du bist aber nicht mehr involviert in den Geschehen? Genau, ich bin jetzt in letzte Woche Montag ja. ausgeschieden. Du hast dich selber rausgewählt? Ja, Bruder. Warum? Bruderherz, es gab Top 6. Ja. Und ich glaube, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich niemals jemanden rauswählen würde. Ja. Ich kann nicht mich da hinstellen und sagen, so, weil mir fällt das schwer, Bruder. Ist aber auch nicht verwerflich, wenn du es kannst, Bruder. Ist am Ende des Tages ein Wettbewerb. Ja. So, weißt du. Dann war ich halt unter der Top 6. Ja. Und dann wurde gesagt, es gibt 5 Gewinner. Echt? Ja, 5 Gewinner so mäßig. Also 5 kommen weiter. Ja. Das sind schon mal die Gewinner für Icon. Und dann entscheidet die Community, wer gewinnt. Aha, ja, okay, so, okay. Weißt du, jetzt müssen alle Hashtag Bari, Hashtag Azu, Hashtag Shabab, Okay. Ich verstehe. Hashtag Biggie. Einmal alle 5 Namen erwähnen. Okay, ich verstehe. Genau, Bruder. Und dann hast du einfach mal vor Ort bewiesen, dass du einfach ein Essener bist. Ja, Bruder. Und hast gesagt, hör mal zu. Ich hab gesagt, Bruder, ich geh raus. Bei uns läuft der Hase anders, bevor ich jetzt irgendjemanden Stein in den Weg lege. Ich muss auch sagen, Bruder, bis dato hatte ich auch so, alhamdulillah, Bruder, gute Leute an meiner Seite, die mich schon unterstützt haben. Ja. Also sprich, ich hatte schon einen echt guten Hype. Und ich gehe auch davon aus, Bruder, wenn ich unter der Top 5 gewesen wäre, hätte ich auch vielleicht sogar gute Karten, so weißt du, unter den Top 3 zu kommen etc. Ja. Aber ich habe mir dann einfach gedacht, Bruder, ich gehe raus, dann nehme ich schon mal eine Last, glaube ich, für die Mitmenschen ab, ja. für die 5 Künstler, die noch da sind. Und die können dann ihr Ding dann einfach machen. Alter, das ist schon sehr skandalös, was der Yusuf Ahmad Jafar Kanaan macht. Bruder, was hast du gemacht? Da war einfach mein Name, wirklich, da kennst du mich. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, Dicker. Bruder, also aber ich frag dich einmal. Ja. Was hättest du gemacht, Bruder, wenn die gesagt haben, hätten, wähle jemanden. Und du bist mit jemandem, Bruder, seit Februar fast jeden Tag im Kontakt, Bruder. Du bist mit denen in einer Villa seit 14 Tagen, Bruder. Du hast Bruder, das ist, pass auf, ich, weil du gesagt hast, du bist seit 5 Monaten mit jemandem. Hm? Ich war 1,5 Jahre mit jemandem in einer Zelle. Das ist noch krasser. Und wenn mich jetzt einer fragen würde, Gazi, könntest du? Ich würde sagen, Bruder, alles, was auf ihn kommt, kommt doch auf mich. Kommt auf mich. Mama. Ich verbrenne mich für den. 100%. So, deswegen kann ich das 100% nachvollziehen. Endlich. Wie du dich entschieden hast. Zu 100%, Bruder. Und das hat so ein Dings, lo? Wie soll ich sagen? Das ist ein geiler Move. Gibt es da irgendjemanden, der gesagt hat, ey, warum hast du so gemacht? Bruder, darf ich das so sagen, Bruder? Ich weiß jetzt halt nicht, ob das Fitna ist oder so, Bruder. Red offen, Bruder. Lass deine Eier bis zum Boden, mein Bruder. Also, ich sag dir so, Bruder, für mich persönlich, Bruder, liegt das auch generell daran, Bruder, wenn ich sehe, wie mir jemand sagt, ey, wie kann man sowas machen, das ist das Dümmste, was man machen kann, ne? Find ich, Bruder, ist meine eigene Meinung, also jeder kann sich da, also ich spreche jetzt, Skandal, find es, zeigt mir, dass er nicht loyal ist, meiner Meinung nach, Bruder. Oder, okay. Weil er sich vielleicht eventuell nicht in diese Lage versetzen kann. Mhm. Und zweiter Step, Bruder, sehr, sehr viele Leute reagieren ja auf die Icon-Videos und sehr, sehr viele Reactor haben das nicht verstanden. Okay. Die haben gesagt, wie konnte der sowas machen, wie dumm, boah, dem geht's nur um das Geld, so weißt du. Aber um welches Geld geht's dir denn doch, wenn du dich selber dafür rauswählst? Die Möglichkeit war, dass ich 1100, derjenige, der jemanden wählt ja. oder sich so mäßig selbst opfert, was ich bis dato auch nicht wusste, ja. kriegt sein Kopfgeld. Ich hatte 1167 Euro. Ich denke mir, das ist so richtig Ü-Geld vom Knast. Wallah, Bruder, ey, was hast du gemacht? Wegen 1100 Euro soll ich mir so einen Film hier machen? Ich habe sogar gesagt, lass diese Geld da so. Ist auch Geld, ne, Bruder? Ja, nee, also ja, ja klar. So, also, ja, aber jetzt zu sagen, Bruder, ey, du bist nur wegen diesem Geld, hast du deine ganze Karriere. Wie lange warst du da auf der Insel? Bruder, wir waren ja erstmal 8 Tage auf der Insel. Wo waren das, Bruder? Wallah, Wallah. Malaga. Malaga? Ja, Bruder. Spanien. Okay. Ja. Wir waren erstmal 8 Tage im Knast. Ja. Danach waren wir. Das war aber nicht in Spanien. Nee, das war in Kaiserslautern. Ah, okay. Genau, danach waren wir insgesamt einen Monat weg. Genau, also wir waren 14 Tage in Malaga. Am Stück. Genau. Okay. Und danach war das Konzert Icon vorbei. Ja. Und manche Künstler sind noch da geblieben und sind in anderen Villen noch mit der Icon-Jury und so geflogen ja. oder gefahren.
Wir waren in Marbella, Barcelona und haben da noch weiter Songs gemacht, weil das halt so eine geile Ort ist. Bruder, das ist aber ein geiler Trip, Alter. Also das ist schon, also was die Leute von Icon da eigentlich auf die Beine gestellt haben, das ist schon eine sehr, sehr, sehr geile Sache. Man unterstützt Künstler, man pusht Künstler, du darfst da chillen, du generierst deine eigene Fans, deine eigene Community und du kannst Geld verdienen, Dicker. 100%. Und ich sag dir ehrlich, Dicker, also für die Leute, die das nicht wissen, die sind auch sehr, sehr fair. Ja. Und ich sag dir ehrlich, das hört sich jetzt vielleicht scheiße an, ne? Glaub mir, das hat wirklich was damit zu tun, wenn man muss gucken, wer hinter diesem Projekt steht. Und die Nationalität spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Ach, genießt man da Bonus, wenn man der gleiche Landsmann ist? Naja, aber der Icon, so weißt du, Deutsch. So weißt du, Colin ist ja, ich glaube, gebürtig aus Kanada. Ja. Aber du weißt ja, wie die Leute sind, Bruder. Die haben halt unfassbare Disziplin, Bruder. Ja. Bei denen gibt es nicht diese... Ja, die sind on point, Bruder. Komm her, Habib, ich gebe dir 500 Euro. Bei denen gibt es nicht, ich rufe die Polizei, du Ferkel, mach das so, weißt du. Und das ist halt geil, Bruder. Und dem, weißt du, woran man bei ihm extrem merkt, dass es wirklich um den Künstler geht? Der bleibt gerne hinter der Kamera. So, weißt du, klar ist der ab und zu sehen, weil es immer noch sein Format ist. Ja. Aber er bleibt doch gerne hinter der Kamera und sagt, hier, macht. Wie viele Männer stecken hinter Icon? Oh, das hast du gemacht. Also es ist wirklich ein Team oder sind es jetzt einfach drei Freunde, die sich gedacht haben, ey... Also Icon, das Format gehört einer Person. Einer Person. Ja genau, aber darunter, Bruder, sind von Managern, Bruder, von Jury, von Kameramännern, von Buchhaltern, von Produzenten. Bruder, nimm mir mal einfach mal die Frechheit raus zu sagen, dass ich Icon erst mitbekommen habe seit der Staffel mit Bobby. Seit wann gibt's Icon? Icon 1. Also ja, nicht. Wann war das? Welches Jahr? Bruder, ich muss zugeben, ich habe auch ab da erst angefangen, Icon zu gucken. Icon 5. Ich muss sagen aber, ich habe Icon 3 kannte ich nicht. Ja. Ne? Ich kannte aber die Songs von den Künstlern, die da waren. Also ich kannte Django, ein persönlicher Freund von mir. Ist Django? Django von NWD, Django? Genau, Bruder. Django von NWD. Ah, okay, auch schöne Grüße an Django und NWD und Marzen, mein Bruder. Genau. Geile Arbeit. Und Django und Biggie haben doch dieses Dings. Shake on me. Genau, das habe ich gehört im Knast. Genau so war das bei mir. Ich kannte Icon 3 nicht, aber den Song kannte ich. Okay. Weißt du, Django ist oder so ein Bruder. Aber so richtig Icon auf dem Radar habe ich in der Villa gehabt, von Icon 4. Das ist schon krass. Ich glaube, du genauso, da wo die in der das Villa waren, krass. Diese Kriminalsongs und so, Tano. Da gibt es einen Rapper, auf den bin ich damals richtig klatschen geblieben. Tano, das oder ist San Andreas? Nee, weiß ich gar nicht, Bruder. Das ist so ein jüngerer Typ, Bruder. Ich denke mal, Deutscher, Pole. Ja, San Andreas, Honey. Von Double Time, über Triple Time, über Punchlines. In einem Atemzug, Bruder, der haut da einen raus. Ja, auf den Rapper bin ich kleben geblieben, Bruder, klatschen geblieben. Auf den Song feiere ich maximal, Bruder. Also wirklich, so einen Song da auf die Beine zu stellen von normalen Flows über Double Time, über Triple Time, Bruder, Doppelreim und so. Du weißt, ich achte auf sowas. Da denkt man so, wow, Alter. Was ist eigentlich aus dem geworden, weißt du das? Bruder, der hat ja Icon gewonnen, Icon 4. Ja. Der hat dann da gesigned. Ja. Ich glaube, der ist jetzt gerade in seiner Albumphase, also der bringt jetzt bald ein Album raus. Geil. Bobby Van Damme ist bei Farid, Django ist bei Mazen, Biggie ist Hypnotized. Genau, mit Dardan und so, ja. Was ist mit dir, Bruder? Wo hast du gesigned? Bruder, das Ding ist, ich will so, dass hast du mich gefickt? Bruder, du musst nicht antworten. Nein, ich küsse dein Herz, ich mach dir nur Spaß. Nein, du musst nicht antworten, Bruder. Ich habe eine Überraschung für alle Menschen, Bruder. Okay, dann lassen wir das so stehen. Darf ich sagen, wo du gesigned hast? Nein.